Herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Die Nacht des Raben, da haben gerade ein paar Paladine ihre Schwerter gezogen. Das ist nicht so wild, ich habe gerade geladen, deswegen haben die wohl gerade ihre Tätigkeiten wieder aufgenommen. Kein Problem. Letztes Mal, genau, Cornelius ist der Zeuge, der Bennett gesehen hat. Und dann würde ich doch mal gerne herausfinden, was hier eigentlich gerade abgeht. Was hast du gesehen? Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Du musst jetzt gehen, das Büro schließt jetzt. Nein. Jetzt reicht es. Was hast du gesehen? Ich habe gesehen, wie der Söldner den Paladin von hinten niedergeschlagen hat. Und dann hat er ihm sein Schwert in die Brust gerammt. Bist du dir da ganz sicher? Ja, natürlich. Ich konnte es mit eigenen Augen sehen. Aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Es wartet noch ein großer Stapel mit Papieren auf mich. Ich glaube dir nicht. Und wenn schon, was willst du dagegen tun? Erstmal schauen, ob er lügt. Was verlangst du? Du hast gar nicht genug Gold, um mich zu bezahlen. Er lügt. Wie viel? 2000 Goldstücke. Dann könnte ich mir die Sache nochmal überlegen. Er lügt definitiv, denn sonst wäre er nicht käuflich. Andererseits sehe ich es ehrlich gesagt auch nicht ein, hier 2000 Gold auszugeben. Für nix? Nee, warte mal. Ich glaube dir nicht. Und wenn schon, was willst du dagegen tun? Ich werde dich verprügeln. Du willst doch weiterleben, oder? Wenn du mich angreifst, wird man dich hängen. Ich habe mächtige Freunde, also wage es nicht, Hand an mich zu legen. Jetzt raus hier, oder ich rufe die Wachen. Ja, da könnte... Ich glaube... Und da könnte was dran sein, dass ich ihn hier vielleicht im Palast vom Statthalter nicht umbringen sollte, mit den ganzen Paladinen unten. Da könnte was dran sein, aber ich habe ja noch hier eine dritte Option. Im Kloster kann man dich zum Reden bringen. Was meinst du damit? Nun, wir haben Möglichkeiten, die Wahrheit zu erfahren. Schmerzhafte Möglichkeiten. Nein, bitte nicht. Ich werde alles sagen, was du willst. Was ist wirklich passiert? Ich habe nicht gesehen, was passiert ist. Ich habe Gold bekommen dafür, dass ich den Söldner belaste. In diesen Zeiten muss jeder sehen, wo er bleibt. Ich brauchte das Geld. Wer hat dich bezahlt? Das reicht. Er wird mich töten, wenn ich ihn verrate. Bist du bereit, das auch Lord Hagen zu erzählen? Ich bin doch nicht verrückt. In der Stadt kann ich jetzt nicht mehr bleiben. Ich werde dir mein Tagebuch geben. Das sollte als Beweis genügen. Ja, hey, er flieht. Hey, stehen bleiben. Stehen bleiben. Schuft, haltet den Dieb. Haltet ihn. Haltet den Dieb. Stadtwache, tut doch was. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Wo rennt denn der hin? Das ist eine schlimme Sache. Komm schon, wo rennst du hin? Stellt sich das immer so einfach vor. Das interessiert mich. Wo ist er hin? Meine Meinung will ja keiner hören. Ist er jetzt rechts rum oder links rum? Gut, aber das ist der Stadt. Ah, da ist er, okay. Soll ich denn noch alles kümmern? Oh mein Gott, den hole ich doch nie ein. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Na, was soll's. Er wird sich wohl irgendwo verstecken in die Richtung. Wo könnte er denn? Er könnte den Tal unten sein, das ich letztens durchsucht habe, bei der Höhle. Wo Lester war am Anfang. Oder vielleicht in der Banditenhöhle. Gut, zu Xardas wird er wahrscheinlich eher nicht gehen. Aber gut, werfe ich mal einen Blick in sein Tagebuch. Das hier? Ja. Er hat keinen Bock mehr auf seine Stelle, weil Larius sich irgendwie blöd anstellt. Ah, und einer von den Suchenden hat ihn aufgesucht. Die Stimme war ruhig und vertrauenserweckend. 20.000 Goldstücke, wenn ich dafür sorge, dass einer der Söldner verurteilt wird. Ich würde schon merken, wenn es soweit ist. Ich habe sofort zugestimmt. Die Söldner haben es eh verdient. Wenn sie nicht gekommen wären, würde ich alles zu meiner Zufriedenheit verlaufen. Die Goldstücke, ja, er ist gierig. Sie haben den Söldner geschnappt und dann hat er sein Wort gehalten und hat gegen den Bennett Dieb Schmied ausgesagt. Mhm. Nun, das sollte als Beweis reichen, um Lord Hagen von Bennets Unschuld zu überzeugen, oder? Hier, guck mal. Was hältst du davon? Cornelius hat gelogen. Woher weißt du das? Hier, ich habe sein Tagebuch. Dort steht alles drin. Dieser kleine, schleimige Verbrecher. Angesichts der neuen Beweise bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Kraft meines vom König und der Kirche verliehenen Amtes verfüge ich, dass der Gefangene Bennett von allen Anschuldigungen entlastet und somit ein freier Mann ist. Cornelius ist wegen Falschaussage unverzüglich in Gewahrsam zu nehmen.
Er hat sich aus dem Staub gemacht. Früher oder später wird er hier auftauchen. Dann werden wir ihn verhaften. Gut. Schön. Das hat geklappt. Wunderbar. Krautpaket. Das war doch irgendwie im Hafenviertel, in dem das Bootshaus. Wenn ich doch schon mal hier bin, ich würde jetzt noch mal kurz zu Laris gehen und gucken, was er dazu sagt, dass ich jetzt Bennett befreit habe. Das freut ihn doch sicher. Ich hätte das anders gemacht. Und dann, genau, gucke ich mal nach dem Krautpaket. Und dann ist da noch eine Sache, die mir schon länger im Kopf schwebt, die ich gerne mal erledigen würde. Allerdings ist 18 Uhr abends, schon relativ spät. Keine Ahnung, ob ich es heute noch schaffe. Wobei, doch, das müsste klappen. Und zwar unten im Hafenviertel gibt's ja, besser im Hafenbecken die Diebesgilde, ne? Und genau da war ich ja schon und hab die gesprochen. Leider wurden die dann von den Paladinen umgelegt. Aber ich konnte damals noch nicht Schlösser knacken. Mittlerweile kann ich das und ich würde gerne nochmal da runtergehen, um die ganzen Truhen aufzumachen. Kannst du mir Dietriche verkaufen? Wenn ich noch welche habe. Denn dort müsste ja unter anderem Bospas Bogen sein. Und vielleicht noch das ein oder andere wertvolle Stück. Ja, jetzt ruckelt es aber erstmal wieder am Hafen. Ich habe die Sichtweite immer noch auf 300%. Deswegen seht ihr auch da im Hintergrund zum Beispiel Felsen. Da ist so eine Insel. Das hat man vorher alles nicht gesehen mit den alten Einstellungen. Dafür ruckelt es halt ein bisschen. Naja, was soll's. Ist ja nur im Hafen. Hey, du. Ja. Gibt's was Neues? Für die besten Nachrichten bist du ja selbst verantwortlich. Bennett haben sie wieder laufen lassen. Er ist schon wieder auf dem Hof. Geh mal hin, ich denke, er will sich auch noch selbst bei dir bedanken. Ja, das werde ich tun. Sobald ich hier in der Stadt fertig bin. So, da ist der Bootsbauer. Er hat das Krautpaket in der Nähe des Bootsbauers verkauft. Hier ist ein Händler. Der handelt zwar mit Karten, aber was? Stimmt es, dass Bewohner der Stadt einfach verschwinden? Das habe ich auch gehört. Bin mir aber nicht sicher, ob das auch wirklich so ist. Sieh dich doch mal um. Ist dieses Loch hier denn etwa der Ort, wo du alt werden willst? Kein Wunder, dass sich die Leute aus dem Staub machen. Ja, da hat er einen Punkt. Zeig mal deine Karten und dein Krautpaket. Zeig mir deine Karten. Du wirst in eurem Kloster keine besseren finden. Okay, er hat leider kein Kraut. Komm später nochmal wieder. Dann habe ich sicher wieder etwas Neues für dich. Er hat leider kein Krautpaket. Hat er das vielleicht irgendwo da drinnen versteckt? Da ist eine Truhe. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt da reingehe, dann werden wir ziemlich sauer sein. Nee, lass mal. Da gibt es noch die andere Möglichkeit. Hier drüben ist ja so ein seltsames Lagerhaus mit einer Wache drin. Die mich, glaube ich, schon mal angegriffen hat oder so. Oder mich zumindest verjagt hat. Zum Teufel gejagt hat. Bevor ich mich mit der anlege, würde ich aber eine Runde speichern. Da unten war ich, glaube ich, schon. Schauen wir doch mal. Was hat die Wache mir denn zu... Ah, die greift mich ja direkt an. Hilfe! Was soll das? Ich wollte mit dir reden. Junge. Komm halt her. Lass dich töten. Ah, nicht ruckeln. Naja, Magie ist doch was Feines, ne? Oh mein Gott, haut der rein. Noch ein Treffer, noch ein Treffer. Sehr schön. Das hat gut geklappt. Ich bin zwar fast tot, aber es hat geklappt. Was hat er? Er hat kein Krautpaket, aber einen Schlüssel. Und aber, bevor ich hier weitermache, hier Mana auffüllen. Nicht, dass da noch weitere Überraschungen auf mich warten da drin. So, wie viel Mana habe ich? 17, brauche ich noch 30. Also drei davon. Nee, lass mal. Ich werde hier mir die guten aufheben für Tränke. Und dann heile ich mich um 200 Punkte hoch. Das sind 4 von denen, oh mein Gott. Oh, das mal so. 70 und dann 24. Und nochmal einen Fisch hinterher. Dann fehlt mir ein Punkt, was soll's. Ist okay. Oder? Nö. Da fehlt mir gar kein Punkt. Sehr gut. So. Nicht ruckeln, komm. Wer ist das? Gehört er dazu? Ne, das ist nur ein Bürger, okay.
Gut, unten, wie gesagt, war ich schon. Da oben sieht es dunkel aus. Ich schnapp mir mal eine Fackel. Die hier, zum Beispiel. Ist hier noch ein Gegner? Nein, aber eine Truhe. Und da drin gibt es... Ah, Leben, Heiltränke. Okay, immerhin, Heiltränke. Ist gut, ist praktisch. Ich habe ja gerade einige geschluckt. Das finde ich super, dass ich die wieder auffüllen kann. Meine Vorräte. Aber... Okay, hier ist auch keiner. Der war wohl hier alleine. Und hier ist... Ein Krautpaket! Hey, wer sagt's denn? Geht doch! Hey, großartig! Oh, der labert schon wieder. Nee, lass mal. So, sehr schön. Da habe ich gleich zwei Dinge, die ich dann bei den Söldnern tun kann. Nämlich mit Bennett quatschen und vielleicht nochmal mit Lee. Der ist bestimmt auch entzückt, wenn ich ihm mitteile, dass Bennett wieder frei ist. Und das Krautpaket abliefern bei Cypher. Sehr schön. So, und dann hätte ich hier, wie gesagt, noch... hier unten die ganzen Truhen. Übrigens, hier unten ist auch die am schwersten zu knackende Truhe im ganzen Spiel. Die Kombination dafür habe ich mir erlaubt, schon mal rauszusuchen. Da habe ich ein bisschen nachgelesen. Wobei, um ehrlich zu sein, habe ich erst im Nachhinein herausgefunden, dass es die am schwersten zu knackende Truhe ist. Denn, was ich getan habe, eine Belia-Statue, ist, ich habe das Ganze testweise mal gespielt hier. Und hab dabei die Kombination rausgefunden. Rechts, rechts? Nein. Rechts, rechts, links, links, rechts. Korragon Silber. Ah, und Boss Jagdbogen, guck mal. Ich war hier unten offscreen und hab ein bisschen geübt. Und hab die Kombination rausgefunden. Hab mir gedacht, boah, das kann ja nicht sein. Die ist irgendwie so, keine Ahnung, 15-stellig oder so. 15 Mal muss ich so einen dämlichen Dietrich drehen. In die richtige Richtung, ohne dass er abbricht. Und da habe ich mal geguckt, was das denn für eine dämliche Truhe ist. Und hab gesehen, das ist die schwerste zu knackende Truhe im ganzen Spiel. Aber ich habe das Gefühl, es lohnt sich. Das hier ist keine Truhe. Schade. Da ist hell. Warum ist da hell? Keine Ahnung, warum hier hell ist. Komisches Licht. Warum ruckelt das so? Ist das eine Truhe? Nee. Komm schon, Licht, mach ein bisschen heller. Ja, da ist nix. Gut. Ich glaube, das ist die Truhe. Die Kombination ist dreimal rechts, einmal links. Dreimal rechts, einmal links. Rechts, links, rechts, links. Zweimal rechts, dreimal links. Zweimal rechts und einmal links. Und dann gibt es hier ein Elixier der Geschicklichkeit, ein Amulett der Kraft, ein goldenen Kelch, einen Silberkelch und 300 Goldmünzen. Ja. Und darauf muss man erstmal kommen. Wie gesagt, ich habe hier offscreen einige Zeit verbracht, um die Kombination rauszufinden. Nur um dann frustriert festzustellen im Internet, dass das die am schwersten zu knackende Truhe der Welt ist. Also der Gothic-Welt. Ja. So kann's gehen. Nun denn, ich glaube, ich bin hier gleich durch, oder? Gibt's hier noch was? Moment. Ja, hier gibt's noch was. Ist hier eine Truhe? Ja, hey. Immer schön umschauen. Links? Nö. Links, rechts, rechts, links. Dreimal rechts. Und zweimal links, okay. Boah, ist okay. Paar Pfeile, paar Bolzen, ein bisschen Gold. Pfeilebolzen kann ich verkaufen, bei Bosper nachher, zu dem gehe ich ja eh noch, wegen dem Bogen. Wegen des Bogens, Entschuldigung. Oh mein Gott! Links, 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 rechts, okay. Mein Silberkelch und Gold. Und hier, spiegelverkehrt. Rechts, 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 links. Links, rechts. Hey, gut geraten. Genau, da gehe ich zu Bosper, dem verticke ich dann die Bolzen und die Pfeile und die Bögen und alles, was ich habe, brauche ich ja nicht mehr. Der freut sich auch bestimmt, wenn ich mir seinen Bogen bringe und dann kriege ich Erfahrung und ich brauche noch 1200 Erfahrung, dann habe ich das nächste Level. Dann kann ich endlich meine Zweihänder ein bisschen erhöhen, dann kann ich endlich meine neue Waffe benutzen und dann brauche ich nur noch einen Mana. Hey, links, links, rechts, links,
links, rechts, links, links, rechts, rechts. Okay. Ah, das hat sich gelohnt. Sehr gut. So ein großer Feuerball wäre vielleicht auch eine interessante Option. Ich glaube, das ist ein vierter Kreiszauber. Wäre eine interessante Option für mich als nächster Zauber. Wobei ich hätte ja schon gerne den Eisblock, ne? Eisblock. Und eigentlich wollte ich ja dann Skelette und so beschwören mit Eisblock. Und ich habe ja eigentlich schon so einen Feuerzauber. Mal schauen. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt 20.22 Uhr. Genau. Deswegen meinte ich ja, das Ganze klärt sich von alleine, dass es zu spät ist, weil ich komme hier raus, wenn ich bei der Diebesgilde war. Das wusste ich noch. Und deswegen penne ich jetzt einfach mal bis zum nächsten Morgen. Wie, das Licht ist immer noch da am nächsten Morgen. Das ist nicht übel. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber gut, egal. Es soll mir recht sein. Stört ja auch nicht hier tagsüber. So, Korragon, hier ist dein Silber. Da freust du dich doch bestimmt, oder? Ich hab dein Silber. Tatsächlich. Hier, nimm das als Belohnung. Ein ganz besonderes Bier. Es ist mein letztes Fass. Ein ganz besonderes Bier. Okay. Na, dann trinke ich das doch mal und sag ihm, wie es geschmeckt hat. Lebensenergie 3, Mana 1. Okay. Oh, dauerhaft. Das ist gut. Danke. Zeig mir deine Ware. Das ist deswegen großartig, weil ich auf dem nächsten Level meinen Mana nur um 2 steigern kann, weil ich 5 Punkte noch für meine Zweikampfhänder brauche. Also für meine Zweihänder-Waffe. Großartig. Damit habe ich das Problem gelöst. Ich kann meinen Mana komplett auf 50 bringen, oder kann ich zweimal zaubern und meine neue Waffe benutzen. Das heißt, ich werde auf dem nächsten Level... Zeig mir deine Ware. ...aus 2 Gründen deutlich stärker sein als jetzt. So, hast du noch irgendwas für mich, was ich gebrauchen könnte? Sieht nicht so aus. Ich hätte gerne bei dem ganzen Geld, das ich habe, und da ich absehbar auf dem nächsten Level viel zaubern kann, mir jetzt gerne noch ein paar Tränke gekauft. Ich kann ja nochmal kurz zu Zuris gehen oder so, der dürfte ein paar haben. Am Marktplatz. Das habe ich noch gar nicht gewusst. So, aber erstmal hier. Ich glaube, dieser Bogen gehört dir. Mein Bogen? Wo hast du ihn gefunden? In einem dunklen Loch voller Ratten. Ich hoffe, du bist nicht in Schwierigkeiten gekommen. Nein, ich habe sowas schon öfter gemacht. Na, jedenfalls danke. Ich schulde dir was. Ja, was denn? Was schuldest du mir? Wie sieht's in der Stadt aus? Bisher gibt es nichts Neues. Schau später mal wieder vorbei. Zeig mir deine Ware. Scheinbar schuldet er mir dann doch nicht so viel. Nun denn, hier, nimm mal Pfeile und Bolzen. Die brauche ich nicht mehr und ich habe bestimmt einige Felle, oder? Ich nicht? Doch hier, komm mal, 3 Keilerfelle, ein paar Wolfsfelle, Schafsfelle oder so. Schafsfelle. So, sehr gut, kannst du haben. Hast du... Nein, er hat keine Heiltränke oder Mana-Tränke vor allem. Vor allem Mana-Tränke fände ich jetzt wichtig. Matteo wird auch keine haben. Der Schmied auch nicht. Wie gesagt, bei Zuris könnte ich mir vorstellen, dass er noch welche hat. Da gehe ich da mal hin. Und ich brauche noch 885 Erfahrungspunkte. In seiner Weisheit. Ich hoffe mal, die kriege ich quasi schon für das Krautpaket und Bennett. Hoffe ich mal jedenfalls. Hey Zuris! Oh! Du verkaufst Minenanteile. Ja, was für ein Reinfall. Auf so eine windige Sache lasse ich mich nie wieder ein. Hey, da habe ich 150 Erfahrungen nicht abgestaubt. Zeig mir eine Ware. Ich habe was anderes gehört. Und er hat Heiltränke, sehr gut. Heiltränke brauche ich jetzt nicht so viel. Gut, ich will mal gucken, wie viel ich habe. Ich habe ja schon gerade einige gebraucht. Ich gehe mal so hoch auf 20. Und vielleicht 15 davon und 1200er. Aber was ich will, auf jeden Fall ganz viel, sind hier 50 Mana-Tränke. Die größeren brauche ich gar nicht. Ich brauche nur die kleinen. Weil ich habe immer 50 Mana. So. Er erzählt alles weiter. Hab ich hier alle nicht angesprochen auf die Avidenanteile? Nee, hab ich, ne? Nur Zuris nicht. Oder wie? Tja, so ist es wohl. Also gut, auf zum Großbauern.
Und hier werde ich dann mal mit Bennett und mit Cypher und mit Lee quatschen. Boah, ich denke, das mit Lee, das mache ich noch schnell. Der ist wahrscheinlich ganz dankbar und hat vielleicht einen neuen Auftrag für mich oder so. Er meinte ja letztes Mal, nee, nicht letztes Mal, aber vor einiger Zeit, dass er vielleicht immer mal wieder was für mich hat, was ich tun kann. Vielleicht gibt's hier ja was Neues. Erzähl mal. Gibt's was Neues wegen Bennett? Er scheint im Knast zumindest keine bleibenden Schäden davon getragen zu haben. Gute Arbeit. Nö, nichts Neues. Schade. Nun gut. Dann hätten wir hier unten den guten Bennett und den guten Cypher. Und die werde ich dann in der nächsten Folge ansprechen. Und mal schauen, wie es ihnen so geht. Und mal schauen, wie sehr sich Cypher über sein Krautpaket freut. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und bis dahin, auf Wiedersehen. Hier erfährt keiner was.